Heute aus der Küche, und zwar aus dem Grund, weil ich euch ein Rezept zeigen möchte aus der russischen Küche, und zwar Pelmeni. Wer hätte es gedacht, es ist Fleisch im Teig. Und es gibt das gleiche in der türkischen Küche, beziehungsweise die sind dann um einiges kleiner und werden mit Tomatensauce serviert. Und ja, und das möchte ich euch heute mal zeigen. Dafür habe ich hier 1 Kilo Mehl. Für den Teig etwas Wasser, 2 Eier, und das Rezept werde ich euch auch in die Beschreibung unten reinpacken, denn ich mache jetzt einfach mal die doppelte Menge. Theoretisch müsst ihr bei allem die Hälfte abziehen. Genau. Und da fangen wir einfach mal an. Zuerst kommen die Eier mal rein. Eier natürlich vom Bauern und etwas Wasser. Das sind dann 400 Milliliter Wasser jetzt, und das kneten wir dann zu einem Teig. Dem Wasser muss man immer schauen. Kann sein, man braucht etwas mehr, etwas weniger. Muss man auch immer etwas nach Gefühl machen. Eine größere Schüssel wäre auch etwas besser gewesen. Jetzt mal die 400 Milliliter komplett rein. Fangen wir mal an zu kneten. So, der Teig ist jetzt fertig. Der soll jetzt eine halbe Stunde ruhen. Das bedeutet, Handtuch drüber und auf die Seite. Wir müssen jetzt weitermachen mit der Fleischfüllung. Dafür habe ich hier etwas Pfeffer und eigenes Chili-Pulver vom letzten Jahr noch und etwas Salz. Vom Chili-Pulver nicht zu viel. Denn es soll ja nicht scharf werden, es soll einfach nur etwas Geschmack geben. Dann habe ich hier noch Knoblauch, auch auch meine eigene aus dem letzten Jahr. Ein paar Zwiebeln. Das ist immer nach Geschmackssache. Also man kann viele Zwiebeln reinmachen, man kann weniger Zwiebeln reinmachen, so wie es einem schmeckt. Ich habe in meinem Leben noch nie Pelmeni gegessen bei verschiedenen Familien, wo die immer gleich waren. Jede Familie macht die immer unterschiedlich. Deswegen genauso mit dem Fleisch. Ich habe hier 1 Kilo gemischtes Hackfleisch. Einfach aus dem Grund, weil mir persönlich ist Rind zu trocken, wenn man das nehmen würde. Und deswegen nehme ich auch das schön gemischte. Einfach für, meiner Meinung nach, für einen besseren Geschmack. Kann aber jeder machen, wie er möchte. Genau. Und dann kommt das Hackfleisch erstmal hier rein. Das kommt kurz auf die Seite. Fange jetzt mal an mit den Zwiebeln schneiden. Ungefähr ein kleines Stückchen schneiden, einfach dafür hier das beste Messer, was es gibt. Und man muss nicht jetzt im Mix rote und weiße Zwiebeln nehmen. Mir gefällt das einfach nur, deswegen mache ich so. Wie gesagt, das kann jeder für sich selber entscheiden. Dann schneide ich die Zwiebeln immer so einmal durch. Und in kleine Streifen. Das schmeiße ich dann zum Hackfleisch dazu. Und das passiert jetzt mit den restlichen Zwiebeln auch noch.
Zwiebeln sind drin. Jetzt brauchen wir noch etwas Knoblauch. Schäle ich den. Also Knoblauch kann rein, muss nicht rein. Ich mache ihn sehr gerne rein, denn ich mag Knoblauch. Da dann auch wieder nach eigenem Geschmack so viel wie man möchte. So. Ich mache es dann immer ganz gern so, ich schneide immer das Äußere hier weg, dann kann man mit dem Messer einmal schön drauf drücken und dann kann man die ganz leicht schälen. Und jetzt tue ich den Knoblauch einfach grob klein schneiden. Der Knoblauch ist grob klein geschnitten, der kommt jetzt auch mit rein. Jetzt wird das da hier noch gut durchgemischt. Jetzt kommen noch die Gewürze, also Salz und etwas von meinem Chili-Pulver rein. Das wird auch wieder verwirrt. So, jetzt haben wir alles einmal schön durchgemischt. Das kommt jetzt auch auf Seite. Denn der Teig muss noch ca. 15 Minuten, 20 Minuten lang ruhen. Solange wird mal die Küche kurz aufgehalten. So, der Teig sollte jetzt fertig geruht haben. Werden wir jetzt ein kleines Stück rausschneiden. Das Stück reicht mir erstmal. Und daraus machen wir geschwind ein kleines Würstchen. So. Und davon schneiden wir uns jetzt circa 2-3 cm Stücke immer ab. Das sollte reichen. Machen zum kleinen Ball. Drücken es platt. Dann habe ich hier einen Teelöffel, denn damit kann man es ganz gut portionieren. Da kommt ein kleines Stück Fleisch rein. Okay, das Stückchen Teig ist zu klein. So, sollte es besser sein. Ja, das sieht etwas besser aus. Könnte vielleicht sogar etwas zu groß sein. Da muss man sich rantasten, das muss man einfach ausprobieren. Da nimmt man dann wieder das Stück Fleisch und faltet es so einmal zu. Und hier am Rand. Und dann nimmt man einfach die zwei Ecken hier und klappt die so zusammen. Und so sieht es dann aus. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Stück. Wieder 2-3 cm ungefähr. Drücken das einmal platt. Fleisch. Klappt das wieder zusammen.
das hier zusammen. Das ist meiner Meinung nach schon etwas zu groß. Die sollte ich doch kleiner machen. Habe ich jetzt mal fertig. Wie man sieht, mit der Zeit kommt man rein. Am Anfang habe ich ihn noch sehr groß gemacht, die sind viel zu groß. Aber hier, die sind so zwei Daumen groß circa. Und wenn man möchte, kann man die jetzt sofort gefrieren. Auf der Holzplatte am besten oder auf dem Schneidebrett, wenn die gefroren sind, in eine Tüte rein und genauso im Gefrierfach lassen. Genau, da legt man die mal ins Gefrierfach. Nein, das war natürlich Spaß. Die kommen jetzt sofort in den Topf. Zuerst muss das Wasser kochen. Darauf warten wir jetzt. Und dann kommen die Pelmeni rein. So, wenn das Wasser kocht, dann werden die vorsichtig reingelegt. Die brauchen ca. 10-12 Minuten. Und sobald die oben schwimmen, nochmal ca. 3 Minuten und dann sind die fertig. So, die sollten jetzt soweit sein. Wie man sieht, die sind teilweise wirklich am Anfang viel zu groß geworden. Das sind schon halbe Maultaschen. Die holt man im Endeffekt einfach raus. So, das sollten alle gewesen sein. Härt natürlich aus. Jetzt kommt noch ganz wichtig ein großzügiger Klecks Creme Fraiche, Schmand oder sonstige in der Art drauf. Etwas Petersilie, natürlich eigene Petersilie. Und das soll es gewesen sein. Jetzt habt ihr gesehen, wie wir in der Familie die Pelmeni machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video ein Like. Abonniert auch meinen Kanal, denn in Zukunft werden viele spannende Projekte auf meinem Kanal folgen. Und ich werde die jetzt zuerst aufessen. Danach werde ich die restlichen fertig machen und einfrieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao.